Du hast mir gerade erzählt, ja, dass ich mein Handy ein bisschen mehr ran, dass du meinst, dass ich kreativer als Nintendo bin. Ja. Auch als Gronkh? Nee. Als Gronkh nicht, ja. Nee. Aber was ist denn bei mir ran so kreativ, meine? Warum kommt andere nicht darauf, rückläufig oder mehrfach zu machen? Das ist doch eigentlich ganz einfach. Ja, das ist zwar einfach, aber die brauchen das halt nicht. Ja, aber es muss doch wenigstens einer, zwei große Typen geben, die das auch machen. Ich verstehe, dass Gronkh oder Nintendo das nie machen, aber warum gibt es kein anderer, der so was einfällt? Das Rückläufige. Ja. Das gibt Codes und Videos. Ja. Aber ich meine, das sind Mehrfachspezial zum Beispiel. Das ist doch so einfach, vier Videos auf einmal zu drehen. Das ist doch nicht schwer. Ja, aber die brauchen es halt nicht, weil es nicht bei denen reinpasst. Ja. Ja. Ja, ich würde mal wissen, das Gronkh ist kreativer. Ich würde mal wissen, was man kommt noch für Videos. Mit Shows? Der Show, den macht, ja, den macht, wie heißt der Minecraft-YouTuber? Ah, nee, Gronkh ist nicht der Minecraft, stimmt, den spielt er ja. Was ist denn, was macht der noch so? Also mit Freunden. Also mehrfach Play oder ja. Play Together. Ja, der macht Nintendo eigentlich auch nur selten. Und mal so gesagt, würde sich YouTuber als fremde Zuschauer, würden die meine Mehrfach-Spezials oder Rückläufig-Spezials mögen oder eher sagen, der ist doch verrückt? Die würden beides sagen. Was? Das ist gut und verrücktes? Also crazy meinst du jetzt so? Ja. Das ist der Wahnsinn. Nee, weil, hör mal zu. Ich meine, ich würde nicht angeben, aber ich finde, ich wünsche mir, es würde noch mehr YouTuber geben, die sowas machen wie ich. Ich will nicht der Einzige sein, nicht nur Leute denken, ich bin ein Emo. Ist das wie meine? Ja. Würdest du noch mit 10 Minuten kurz hier sitzen, dann habe ich ein 10 Minuten Video, ja. 8 Minuten noch. Willst du den Fuß durchhalten? Und dann kann ich ihn wieder mit einbauen, wisst ihr? Ja, weil Nintendo oder Gronkh, ja? Sind der große Typer. Würde es Nintendo auch mal einfallen, sowas machen wie ich, mehrfach Spezials, wo er viermal zu sehen ist auf dem Bildschirm? Nee. Nee. Nach deiner Meinung, macht ihr nur die gleiche oder macht Nintendo was anderes? Nur das gleiche. Ja? Ja. Obwohl er so viele Abos hat? Okay, Gronkh hat viel mehr Abos als er, ist ja klar. Gronkh ist ja schon lange drinne. Ja. Aber ja. Warum soll ich denn mit meinen 60 Abos auch so also nicht genauso wie... Warte, mach ich gleich. Genauso wie Gronkh? Achso. Johnny. Hör mal zu. Also ich weiß, dass Gronkh kreativer ist. Sehe ich auch ein, ja. Bloß ist, Bin ich mit meinen Videos einzigartiger oder ist Gronkh noch einzigartiger? Gronkh
Smoke ist noch einzigartiger. Weil er noch Together macht und so. Ja. Wie ist denn meine Einzigartigkeit zu der potenziellen Gesamtberechnung aller YouTuber gegenüber Gronkh? Selten. Was wäre Gronkh für eine potenzielle Berechnung? Legendär. Legendär? Ja. Und von der Zahl her, wie wäre ich? 30, 40? 50? 10? 20. 20 bis 30. Und Gronkh für 100? Ja. Aber 30 Uhr schon gut, oder nicht? Na, gibt es dir auch lahme YouTuber, die überhaupt nichts machen? Ich sehe ja manchmal sowas wie die schlechtesten YouTuber. Ist das Schauspielerei, sind das wirklich YouTuber? Das sind wirklich YouTuber. Und würde ich dazu zählen mit meiner mehrfach Spezials und rückläufig? Nein. Weil das würden die auch sagen, was macht denn der für einen Scheiß? Ist doch der Einzige, der das macht. Ich habe Angst, dass diese Einzigartigkeit. Tut mir leid. Ich habe doch, wie gesagt, mit der Einzigartigkeit habe ich ja Angst, ja. Ich habe Angst mit der Einzigartigkeit, ja. Johnny, dass ich, ja, wie soll ich erklären, dass ich nachher auch da als ein schlechtes YouTuber da stehe mit meiner Nervenklöffel speziell, weil die Kinder kennt. Oder was macht ein schlechtes YouTuber aus? Was macht ein schlechtes YouTuber aus, will ich gerne wissen. Dass sie dumme Sachen machen. Und ich mach das nicht. Ja. Na, würde Gronkh sowas machen, mein schlechtes YouTuber zeigen, oder macht er nur seine eigenen Displays? Der macht nur seine eigenen. Also er würde niemals andere posten oder so. Aha. Naja, stimmt das, dass Gronkh mehr Abos als Bibi hat oder weniger? Ja. Hat Bibi für die Abos bekommen? Weil Gronkh hat mal ein Video gesendet, wo er traurig ist, dass Bibi mehr Abos hat. Wenn du das Video kennst. Oder hat er das nicht gepostet? Denkt man nicht, dass er das gepostet hat. Na, dann ist es wahrscheinlich ein anderer gewesen, ja. Ja, aber mal so gesagt, wie findest du jetzt gegenüber Gronkh mich und Nintendo? Wer ist, sagen wir mal so, aggressiver? Also ist von Let's Play, ruhigen Let's Play, wo man nicht ausrastet. Wer rastet zuerst aus? Nintendo. Wer dann? Gronkh. Ich? Ich raste niemals aus? Ich bin ruhiger als Gronkh? Ja. Wahnsinn. Das hätte ich gar nicht gedacht, ey. Dass ich ruhiger als Gronkh bin. Also das ist genial. Bloß warum rastet denn Gronkh aus, wenn er schon so viel Abos hat? Warum macht er das denn? So Unterhaltung. Na, hasst man der YouTuber oder mag man die? Dass die sagen, der ist viel zu scheiße, spannt das bei der K. Ist das hier meine Johnny? Würden die so zu mir sagen, der schießt so scheiße, entspannt das bei der K? Der was? Dass die zu mein, auch Leute zu mir sagen, dass ich viel zu entspannt mit YouTube bin? Also würdet nicht runterziehen, wenn ich so entspannt bin. Da kann er mit Face wirklich gut umgehen. Kann man so sagen, zu Gronkh oder aus Nintendo. Würde Gronkh oder, also würde, rastet Nintendo aus Wut aus oder eher aus Unterhaltung? Aus Wut. Und Gronkh rastet Unterhaltung aus. Ja.
Also mal so ein paar Witze oder so. Na gut, außer bei den Lösen, da ist er für ihn gut. Ja? Da rastet er auch aus Wut aus. Ja. Aber ja, ich kenne da Gronk, er machte manchmal lustige Scherze bei den Ausrasten, ja. War das im Tendu nicht? Nee. Und wie ist das bei mir? Also ich bin da ruhig und sage, okay, ich find's ja lustig. Ich weiß, dass du mal lachen tust oder nicht. Ja. Ist es auch für andere lustig oder eher bekloppt? Es ist ja auch für andere lustig. Wenn man mal fest lachen tut. Ja. Weil den gerade jeder macht, meinst du? Ja. Ja. Aber ich will mal wissen, warum ist Tom Tendo nicht einzigartiger als ich? Warum bin ich einzigartiger Tom Tendo? Ich meine, Tom Tendo gucken für junge Zuschauer. Ja, du hast was anderes als er. Ja, aber eigentlich müsste doch Nintendo genauso wie Chrome sein mit seiner Einzigartigkeit. Together Let's Plays, Was hast du noch einzigartig? Let's Show, ja. Davon macht er gar nichts. Nintendo gar nicht? Nee. Oh. Na, mal so gesagt, ich will Kim beleidigen. Von deiner Meinung, wen würde man mehr haten? Haten, jetzt nicht hassen. Nur nicht leiden können. Wem würde man mehr Dislikes geben? Nintendo, Gronk oder mir? Wem würde man von den drei mehr Dislikes geben? Nintendo. Mir nicht? Nee? Was, warum gibt man Nintendo ob Dislikes, wenn er so viel hat? Warum geben wir überhaupt nur die Dislikes, wenn er halt so ist? Entweder gefallen denen dieses Video nicht. Hm. Die mögen den nicht. Ja. Oder aus irgendeinem Grund, weil sie nichts zu tun haben. Und wie würde es bei Hogwarts Dislikes aussehen? Na, wenn sie den nicht mögen. Aber kommen wir noch viele oder nicht? Hat doch wenig Dislikes. Ja. Von der prinzipiellen Berechnung von Tenno mehr Dislikes. Ja. Das Gronk. Hey, Gronk hat 4 Millionen Abos, da kann man den nicht richtig ausgleichen mit der Rechnung. Aber du meinst, wenn Gronk 1 Million Abos hätte, hat er mehr Dislikes als weniger Dislikes als Nintendo. Ja. Oh. Wie würde bei mir aussehen mit Dislikes? Warum würden Leute bei mir Dislikes machen, wenn ich Videos mache? Oder warum bei mir manchmal? Langweilig. Ja, ich denke mal eher wegen der Art. Wie welche Art, sagst du dir mal? Na, wie du die machst. Denke ich mal. Ja, erklär mal ein bisschen genauer, ich weiß, was du meinst. Ja. Die Videos. Ja. Wie du die auf eine Art machst? Ja. Oder halt auf die andere? Also wie mit der Verhalten, du. Ja. Etwas zu kindisch oder so. Ja. Ja, aber Kinder sind es ja nicht schlimm, oder doch? Nee. Aber viele mögen das nicht. Ja. Die Kindische, ja, das würde ich verstehen, ja. Gut. Hast du mal kurzes zu sagen zu Kongo und Nintendo? Wem würdest du immer als Favoriten sehen? Kong. Ich auch. Und würdest du bei Nintendo jemals Mitglied werden? Nee. Oder bei Kong? Kong. Und willst du den Zuschauern noch was sagen? Abonniert mich. Sean Shadow, ich kann seinen Kanal-Link beschreiben, kann ich ja machen, ja. Und danke, dass du mir kurz mal übersprochen hast. Kannst ja. Dann gehen. Ja.